warum es so problematisch ist, dass man sich beschäftigt mit Dingen, die einen nichts angehen, ist, dass dir Dinge entgehen werden, die dich etwas angehen. Daher sagte Ma'ruf al-Karhi, er sagte, man ishtaghala bima la ya'nihi, fatahu ma ya'nihi. Wer sich um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen, dem werden Dinge entgehen, die ihn etwas angehen. Und er sagte, alamatu maqtillahi li'abdihi an yaj'ala shughlahu fima la ya'ni. Ein Kennzeichen dafür, dass Allah Ta'ala über seinen Diener erbost ist, ist, dass er ihn mit Dingen beschäftigt, die ihn nichts angehen. Was heißt es nochmals, sich mit Dingen zu beschäftigen, die dich nichts angehen? Was bedeutet das? Das heißt, die nicht von deinem Nutzen sind. Das bedeutet nicht nur, wie man vielleicht versteht, sich um die Angelegenheiten anderer zu kümmern. So verstehen wir das in unserem Sprachgebrauch, wenn man sagt, das geht dich nichts an. Ja, nee, das ist Privatsache von anderen Personen. Das ist hier nicht gemeint. Hiermit ist gemeint, sich mit Dingen zu beschäftigen und unterfangen, die nicht von deinem Interesse sind, die dir weder im Dies noch im Jenseits irgendwie weiterhelfen oder dich voranbringen. Tamam? Das ist hiermit gemeint. Das heißt, beispielsweise stundenlanges PlayStation-Spielen gehört dazu. Das ist nichts von den Dingen, die ihn etwas angehen oder die ihn betreffen, die sein Interesse betreffen. Na, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nihi.